Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reus natürlich. Was auch sonst. Moritz ist diesmal zuerst wach. Wer hätte das gedacht? Das ist ja auch eher selten. Und ja, ich möchte mal schauen, ob die beiden Freunde fürs Leben werden können. So, du kannst mal das Bett machen, kannst hier füttern und mal den Käfig sauber machen. Das wäre sehr, sehr schön, Moritz. Und ja, dann gucken wir mal, ob du auch noch was frühstücken kannst. Oh, es gibt nicht mehr wirklich was zum Frühstücken. Dann, weiß ich nicht, isst doch mal nur einen kleinen Snack. Kleines Müsli, weil Moritz ist jetzt nicht so unbedingt der, der sich besonders viel um Essen kümmern würde. Deswegen möchte ich ihn jetzt eigentlich nicht unbedingt zu der Person ernennen, die jetzt Frühstück macht. Wie geht's den Hundis denn? Du frisst schon, das ist schön. Ich glaube, Toffi kommt auch gleich zu dir raus. Ja, das macht er. Wo ist denn hier? Ah ja, da ist der Kauknochen. Denn da ist schon Toffi. Na, hallo Toffi. Du kannst dann danach, wenn Nacho hier fertig ist, dich mal ein bisschen mit Toffi beschäftigen, dich mit ihm beschäftigen. Also Toffi und Nacho können sich dann beschäftigen. Und ja, das sind tatsächlich Hundenamen. Wir haben halt auch die besten Hundenamen. Muss man ja auch mal zugeben. Okay, trinken, mit dem Pferdeball spielen. Wie geht's den anderen? Die anderen Pferde schlafen alle noch eine ganze Weile. Okay, und du gehst gleich frühstücken. Alles klar, das passt doch. Amelie, du solltest mal aufstehen. Geht's den Isa gut? Du kannst mal das Futter, Terrarium. Und dann solltest du auch ins Badezimmer gehen und auch noch schnell duschen. Ich hoffe, das kriegst du alles noch hin vor der Schule. Wird ein bisschen knapp, aber hey. Ja, und ich habe jetzt überlegt, wie wir das mit der Benennung machen. Und habe da ja auch unter der letzten Folge ein bisschen diskutiert. Und wir werden ja mit Amelie und mit Moritz zur Uni gehen. Und wenn das der Fall ist, werden wir es in Familie Reuss 3.0 umbenennen. Und ich habe auch überlegt, dass wir doch Luena mitnehmen können. Also, dass wir quasi zu dritt mit Luena auch studieren gehen. Dass wir auch noch ein bisschen von Luena erleben. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Wäre aber natürlich cool, wenn Moritz sich in der Zwischenzeit ein bisschen mit Luena anfreundet. Und dass es nicht nur so eine einseitige Beziehung zwischen Amelie und Luena ist. Das wäre schon ganz gut. Ja, natürlich kommt jetzt der Schulbus, aber ich fände es schon gut, wenn du erst noch duschen gehst. Aber du kannst auf jeden Fall schon mal zur Schule gehen, Moritz. Genau, ihr schlaft noch eine ganze Weile. Wie läuft's bei euch? Genau, ihr beiden beschäftigt euch jetzt, dann sollte deren Soziales erfüllt sein. Das ist immer das Wichtigste. Wenn du damit fertig bist, kannst du ein bisschen Heu fressen. Ah, wir haben da noch das Heu rumliegen. Ich vergesse das immer. Sowas könnte man natürlich vor der Folge machen. Aber ich habe da nicht dran gedacht. Ich habe jetzt einfach die Folge angefangen. Gedacht so, ja, Familie Reuss, los geht's. Und, ja. Hallo? Da hat sogar schon einer von gefressen. So lange liegt das hier schon. So, okay. Dann einmal dahin. Und weiter geht's. Aber das Heu muss draußen liegen. Das ist wirklich angenehmer. Du musst noch nicht mehr wirklich gesäugt werden. Das ist schön. Okay. Du gehst eben noch schnell duschen, ne? Kann sein, dass du den Schulbus verpasst, aber was soll's. Oh nein. Jemand hat in der Stadt das Gerücht verbreitet, dass Sophia verhaftet wurde. Oh. John und Ian. Hey, Ian, das ist unfair. Also bei John, das ist mir ja egal. Aber vielleicht könnten wir uns mit Ian wieder anfreunden, weil das ist schon ein bisschen uncool. Der ist immerhin mit uns verwandt. Dass er sowas einfach so glaubt, ne? Hier, schlecht geschlafen, wegen billigem Bett. Das ist echt nervig. Das ist so ein schick aussehendes Bett. Und das gilt in dem Spiel als billiges Bett. Irgendwie, Leon wacht halt ständig davon auf. Also der ist jetzt auch irgendwie ständig wieder aufgewacht. Wachen die deswegen auf? Haben die irgendwie einen unruhigen Schlaf in dem Bett, weil es als billig gilt? Das wäre natürlich auch schade, oder? Du kannst mal ein bisschen an den Hausaufgaben sitzen. Du natürlich auch. Ich meine, er ist halt schon bei einer 2 und sie ist sowieso bei einer 1 und kann sich nicht mehr verbessern. So wichtig ist das auch nicht, ob sie Hausaufgaben machen oder nicht. Weil sich das in dem Spiel auch nicht mehr großartig ändern wird.
Malen möchtest du? Ja, können wir machen. Und was das Studienfach selbst angeht, für Amelie, weiß ich auch noch nicht genau. Also, keine Ahnung. Irgendwas anderes. Irgendwas, was wir vorher vielleicht auch noch nicht hatten, weil es einfach ein bisschen interessanter ist. Und Amelie wird wahrscheinlich sowieso nicht so intensiv arbeiten anfangs, weil wir haben ja auch noch den Hof. Der ist halt auch immer noch wichtig. So. Gut. Ja. Sophia sollte dann gleich mal aufwachen. Haben wir eigentlich jetzt mit allen Leuten? Guckt euch das mal an, ey. Betty mag uns jetzt nicht mehr, wegen dieser komischen Sache, dass wir verhaftet wurden. Dämlich. So. Die anderen Leute sind mir eigentlich egal. Aber dass Betty uns nicht mehr mag, oder auch hier, der Typ, finde ich nicht in Ordnung. Das hier, nee, Lobos, keine Ahnung, die interessieren mich alle nicht. Aber zum Beispiel, hier Tracy. Das ist ja alles zurückgegangen, so ein bisschen, total albern. Nur weil irgendjemand sowas erzählt hat, so als wäre das so wichtig. Du bist wach. Oh, du bist draußen. Warte mal, geh mal lieber wieder in den Stall rein. Du bist auch wach, ne? Nein. Du kannst mal ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Du bist schon fertig. Vielleicht kannst du danach ein bisschen rumgaloppieren. Das wünschst du dir ja. So, weil die kleine Romina soll da drin nämlich nochmal ein bisschen pieseln. Und musst du denn pieseln? Nope, aber du solltest den Pferdeball spielen. Und dann hier noch ein bisschen Heu fressen. Ja, du musst jetzt ein bisschen warten, bis die Kleine damit fertig ist. Das kann ein bisschen Stau geben. Das ist ja nicht mein Problem. So, Sophia, was machen wir denn mit dir Schönes? Du könntest dich um die Pferdis kümmern. Eine Idee, wie viele Leute sie kennt, ne? Ian. Ian. Ja, sollten wir mal zu Ian gehen? Heute einfach mal Ian besuchen. Hast du nicht noch irgendwelche Aufgaben? Nee, ne? Die letzte Aufgabe hattest du schon erledigt. Dann entweder Pferde oder Ian. Ach komm, wir gehen mal zu Ian, wenn die halt zu Hause sind, ne? Wenn die Wardens zu Hause sind, ja, besuchen wir die doch einfach mal. Gucken mal, quatschen mit denen. Hey, so war das doch gar nicht. Da will mir jemand was anhängen. Wieso der Richter? Weil, und mit unserer Verwandtschaft möchte ich eigentlich schon, dass wir uns da weiter anfreunden. Was möchtest du? Gärtnern. Oh, Leon möchte freiwillig gärtnern. Na, gerne, Leon. Auf jeden Fall. Aber erstmal sollst du duschen gehen. Duschen und dann schicken wir dich doch mal gärtnern. Wenn du da schon so Bock drauf hast, immer gerne. Immer gern. So, wie läuft's bei euch hier? Oh Gott, die sind immer noch nicht fertig. Okay. Romina, gehst du bitte mal raus aus dem Stall und bewegst dich ein bisschen. Ja, fein. So, jetzt kannst du auch raus, richtig? Ja, die Hänge, wenn man irgendwie zwei Sims oder zwei Tieren gleichzeitig irgendeine Aufgabe gibt, dann schaffen die das nicht. Die müssen hier nacheinander behandelt werden. Das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Hier, wie läuft's bei dir? Du kannst mal ein bisschen pieseln. Dann können wir dich Sachen erschnüffeln schicken. Genauso mit Toffee. Die kann auch noch mal ein bisschen was erschnüffeln dann. So. Ja. Du galoppierst hier ein bisschen rum. Auch schön. Sind eigentlich alle gerade drin? Okay, wartet. Dann schließen wir das hier nochmal ab für Tiere. Und wieder keiner mehr auf die Idee kommt, da rauszurennen. Außer Romina macht das. Nee, macht das eh gerade nicht. Du wolltest doch rumgaloppieren. Und du kannst dann danach dich anschmiegen.
Und Kontaktknöpfen. Und hallo. Schnüffeln. So. Okay. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass es Aurora immer am schlechtesten geht. Sie war normalerweise immer das Pferd, dem es am besten geht. Aber dadurch, dass sie jetzt irgendwie einen Fohlen hat, war es das irgendwie echt anstrengend gefühlt. So, bist du denn da? Haben sie dich denn reingelassen? Ja, sie haben dich reingelassen. Sehr schön. Und Uwe scheint auch hier zu... Ah, nee, Ian. Ian wollten wir eigentlich finden, nicht Uwe. Uwe ist ja der Sohn. Ist Ian da? Ist er noch zu Hause? Mal eben gucken. Nope. Toll, haben wir ihn gerade verpasst. Naja, dann quatschen wir ein bisschen mit Uwe. Was ist ja unser... Moment. Das ist der Sohn von unserem Neffen? Nee. Wartet. Also. Sophias... Ah, doch, das ist das zweite Kind von Sophia. Nicht von Sophia, von Theresa. Also unser nicht unser Opa, unser Vater. Also das ist die Tante. Also das ist unser Neffe. Okay, gut. Ich müsste da ja auch so stehen dann, ne? Wenn wir mit dem quatschen. Cousin. Okay, nee, nicht Neffe, Cousin. Neffe wäre jetzt, wären jetzt Luena und Tracy, richtig? Also Nichten wären das dann. Aber ich habe gerade die Verwandtschaftsverhältnisse durcheinander gehauen. Ne? Ja, Nichte, Neffe, okay. Sehr gut. Jetzt habe ich es doch irgendwie auf die Reihe bekommen. Ist aber auch schwierig, ne? Wenn man ein bisschen eine größere Familie hat, ist auch schwierig, das jetzt zusammenzubekommen. Gut, dann können wir ein bisschen mit Uwe quatschen. Ich meine, mal ein bisschen mit Verwandten reden ist eh gut. Dann können wir vielleicht mal versuchen, die Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Vielleicht mal ein Foto zusammen aufnehmen. Das haben wir auch schon, glaube ich, ewig nicht mehr gemacht. Und du hast noch 3 Tage. Du, Sophia, 3 Tage. Und du hast 5 Tage. Das wird interessant. Ja, das wird interessant. Du möchtest mit Tutus Silip in die Städte... Nein. Oh, meine Güte, Amelie. Wir haben das mit Tutus Silip beendet. Oh. Sie hängt wieder den alten Verflossenen nach. Schlimm, ey. Glaubst du, sie hat so Bedürfnis, sich mit allen irgendwie gut zu stellen? Da. Ist unser Ex-Freund, Tutus Silip. Okay, es ist unser Ex-Freund, Amelie. Hast du heute eine Dingensgemeinschaft? Heute ist Schneeflockentag. Nee, nächste Woche wird Schneeflockentag sein. Ihr habt beide Gemeinschaft. Okay. Das ist doch schon mal schön. Du gärtnerst. Hier, wie sieht's bei euch aus? Okay, du kannst mal futtern gehen. Du solltest noch mal ein bisschen herumgaloppieren. Dir geht's super. Vielleicht kannst du dich mal mit Flame beschäftigen. Ein bisschen. So. Okay. Du futterst und ja, danach kannst du auf jeden Fall auch mal Romina von dir trinken lassen. Oh, er hat Geschicklichkeit gelernt. Sehr gut. Ach so, weil wir mit Bauklassen gespielt haben, haben wir schon Stufe 1 erreicht. Sehr gut. Das heißt, du bist im Bastelverein. Cool. Überlegen. Ach ja, hier, zu Leon wollte ich. Hört überlegt so, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Oh nein, jetzt ist die Pflanze auch kaputt. Dann können wir die mal wegwerfen. Und dann, wie sieht's mit der Wäsche aus? Die können wir auch mal holen. Und dann kannst du vielleicht mal was essen. Dann wäre eigentlich Kuchenzeit, oder? Denk mal schon, dass dann so langsam Kuchenzeit ist. Und wir schauen zurück. Zu Sophia. Ich hätte nie gedacht, dass die Gerüchte so ein Eigenleben entwickeln würden, Sophia. Ja, das ist halt auch echt immer nervig. Huch. So. Jetzt aber. Na. Hübsch.
Hübsches Bild auf jeden Fall. Können wir noch irgendwie über was quatschen? Können wir ihn nach seiner Karriere fragen? Kennen wir seine Karriere schon? Nein, nicht Stein, Schere, Papier. Das wäre nicht etwas, was Sophia machen würde. Was arbeitet er denn? Ach, er ist arbeitslos. Okay, und er hat auch keinen Partner. Interessant, was wir so alles wissen. Aber gut, ist ja auch Familie, ne? Da trägt sich sowas weiter. So, und vielleicht kommt der Ian irgendwie noch nach Hause. Nicht so? Nicht so, irgendwie. Das sind ja die Zimmer von Minna und, oder beziehungsweise das ist das Zimmer von Minna und Layla. Und das ist das Zimmer von Uwe. Zumindest war das so mein Plan, dass das das Zimmer ist. Wo bist du denn jetzt wieder? Du bist natürlich jetzt wieder draußen. Das heißt, wir müssen jetzt doch wieder das aufsperren. Oh, ich hasse das. So. Könntest du bitte hierher gehen? Gut, du trinkst gleich was. Was ist das denn jetzt wieder für ein Wunsch? Teleportieren? Nein. Dieses Bedürfnis, sich zu teleportieren. Genau. Ihr beiden habt euren Spaß, eure Beschäftigung. Du kannst hier kauen, kannst was futtern. Ach Gott. Natürlich sind die wieder nebenan. Das ist schlimm, ey. Die sind nur nebenan. Und hier ist auch wieder richtig die Party. Hier geht wieder die totale Party ab. Ich finde das so lustig. Wer ist es denn hier? Bob ist hier, Konstanze, Don, Wladimir, Maxi, John, Amanda. Okay. Warum denn auch nicht, ne? Also, kann man ja halt auch mal machen. Wer ist denn hier zu Hause? Ah, die ganzen McDermotts. Können wir doch eigentlich mal den Haushalt besuchen. Ich hoffe, die sind dann gleich auch nochmal da. Da würde ich nämlich gerne hingehen. Und du hattest ja das mit der Trulla beendet, ne? Vielleicht können wir ja mal wieder doch zu den Wardens auch gehen, wenn da die Mädchen nach Hause kommen. Dass du dich mit denen anfreundest. Vielleicht könnten wir vorher noch mal was essen gehen. Ah, ins Tante Mikayas könnten wir auch mal wieder gehen. Gibt es da Essen eigentlich? Ich bin mir ja nicht ganz sicher. Das ist übrigens nicht das Haus. Das wird immer schön falsch angezeigt. Aber dann, wie schön das aussieht mit dem Schnee auf dem Dach, oder? Einmal gucken. Gibt es hier Essen? Nö, ne? Nee, das sieht. Die Regale sind leer. Okay. Dann geh einfach mal in die Stadt. Hol dir hier beim Imbiss was zu essen. Oder könntest du mit anderen? Nö. Geh einfach alleine dort essen. Dann, genau, sie geht dort zu denen hin. Du möchtest mit Romina sprechen. Ich meine, das ist doch mal eine erstrebenswerte Idee. Dann können wir noch mal ein Geheimnis verraten vielleicht. Geschicklichkeit Level 2, nicht schlecht, Moritz. Ich habe auch schon überlegt, was Moritz werden könnte, weil er mag ja angeln. Und ich weiß gerade gar nicht, was das andere ist, was man braucht. Aber in der Wissenschaftskarriere würde er vielleicht ganz gut reinpassen. Ach ja, Gärtnerei. Ich finde, Gärtner würde auch ganz gut zu ihm passen. Und dann könnte er ja angeln und Gärtner. Ich glaube, das sind die beiden Sachen, die man braucht. Ich finde, das würde ganz gut zu ihm passen. Dann wäre er ein Wissenschaftler und könnte dementsprechend natürlich auch das an der Uni studieren, was er dafür braucht. Wir können ja auch noch Svenja nochmal freundschaftlich begrüßen. Wir haben uns ja jetzt mit Uwe ein bisschen angefreundet. Ich glaube, befreundet sind wir jetzt auch noch nicht, aber immerhin schon mal ziemlich weit. Und ich glaube, Svenja kennen wir auch noch gar nicht so wirklich. Deswegen. Svenja war ja einer der Sims, Wieso? die Was? ihr von euch erstellt hat für Jamie. Und dann hat sich aber einfach Ian schon Svenja geschnappt, bevor Jamie da überhaupt eine Chance hatte. Was ich lustig fand. So, gehen wir ein bisschen von Pferden schwärmen, sie einfach ein bisschen kennenlernen. Einfach mal einen Tag Auszeit von den Pferden. Die kommen auch mal einen Tag lang alleine klar. So. Dann würde ich mal sagen, bist du hier fertig? Bist du? Da bist du. Können wir das wieder abschließen? Und dann kannst du hier mal von Aurora gesäugt werden. Wie läuft's bei euch beiden? Ihr spielt. Du kannst danach hier mal ein bisschen trinken. Du kannst danach was fressen.
und trinken. Okay. So, du sollst nicht nach Hause und du sollst auch nicht nach Hause. Du kannst dann aufräumen, einmal auf Toilette gehen und dann, weiß ich nicht, lassen wir dich einfach noch ein bisschen weiterschreiben, oder? Ach ja, du kannst ja jetzt einen neuen Roman beginnen. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Denn, zusätzlich zu den ganzen Krimis, die wir schreiben, war eine Idee, ich glaube, die ist schon 3 Monate alt, so gut bin ich darin, Ideen umzusetzen, einen Roman zu schreiben, so mit Widmung an Sophia, weil sie ja wirklich schon sehr, sehr lange zusammen sind. Eine Biografie können wir also nicht schreiben, aber wir schreiben nochmal einen Liebesroman und den nennen wir dann einfach Sophia. Und ja, das wäre doch ganz cool. Hier, Maximus ist ein guter Freund, das ist doch schön, dass wir uns mit dem, von dem da reingelassen werden. Wer ist noch so alles da? Okay, die ganze Familie ist da. Das ist cool. Dann gehen wir doch mal rein. Sind die anderen auch hier im Haupthaus? Ja, die sind alle hier im Haupthaus. Sehr gut. Ich würde mich nämlich mit Travis noch weiter anfreunden. Wie gut kennen wir Travis? Ach, der kommt jetzt nach draußen. Alles klar. Warum denn auch nicht? Ja, wir sind mit Travis richtig gut befreundet. Das ist extrem. Aber gut. So, dann lass uns den doch mal... Können wir ihn umarmen? Nee, schade. Können wir ihm aber mal fragen, ob wir hier übernachten können. Können wir nach seinem Tag fragen. Ach doch, warte mal. Konnten wir ihn nicht gerade umarmen? Ja, wir können ihn umarmen. Sehr gut. Dann umarmen wir ihn direkt. Fragen ihn nach seinem Tag. Und ob wir übernachten können. Und dann bitten wir mal, können wir mit ihm zusammen in die Sterne gucken? Wir fragen ihn erstmal, ob er Single ist. Lassen wir es mal ein bisschen langsamer angehen. So, genau, du sollst den Roman schreiben, du quatschst mit ihr, du isst noch ein bisschen. Sind denn jetzt die Warden-Mädchen zu Hause? Nope, leider nicht. Können wir irgendwie die einladen? Vielleicht nach Hause einladen. Das ist aber dann auch schon ziemlich spät, ne? Vielleicht können wir sie ja mal einladen in die Nähe von dort, wo wir sind. Oder vielleicht halt auch einfach genau dort, wo wir sind. Weil mit Svenja sind wir immerhin noch befreundet. Moment, wie heißt sie nochmal? Mit Minna sind wir immer noch befreundet, ne? Aber mit Layla halt noch nicht so ganz. Aber ich würde hier einfach mit ihm zusammen in die Sterne gucken und dann, weiß ich nicht. So, und zwar, Moritz, du lädst, genau, du lädst sie dahin ein. Dort, wo er halt auch gerade ist. So, und zwar nennen wir das Buch von Leon jetzt Sophia. So wie seine Liebste halt heißt. Können wir mit ihm nicht in die Sterne gucken? Müssen wir dafür eine bestimmte Beziehung haben? Ansonsten machen wir eine Schneeballschlacht. Ist ja sehr vergleichbar. So, wo bist du? Moritz, mein Guter, wo bist du? Hier. Dann, ja, warte doch einfach mal auf Layla. Wenn ihr gequatscht habt, ja, passt. Und, ist er Single? Er ist familienbewusst. Das passt ganz gut. Bitten ihn, die Sterne zu schauen. Ja, genau. Das hatte ich vor. Er ist Single. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam in die Sterne, weil Amelie da jetzt Bock drauf hat und weil das eigentlich ganz gut passt. Und ich weiß nicht, zusammen in die Sterne schauen ist jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach sowas extrem Romantisches. Aber kann es natürlich werden, wenn man so gemeinsam die Sterne sieht. Ist natürlich auch was Schönes. So, dann lasst uns doch mal gemeinsam... Gehen wir in Imbiss oder gehen wir ins Restaurant? Wir können einfach mal ins Restaurant gehen mit Svenja und Uwe. Obwohl, warte mal. Wenn, dann sollten wir eigentlich auch Minna mitnehmen, oder? Das wäre doch ziemlich fies, wenn sie gerade hier ist. Und wir Minna nicht mitnehmen, oder? Hallo, Minna. Begrüßen wir sie doch mal freundlich. Dann kommt sie bestimmt auch mit. Du schreibst noch. Du wartest immer noch. Und wie läuft's bei euch?
Hey, wie geht's den Pferdis eigentlich? Müssen wir auch mal ein bisschen gucken, dass es denen allen gut geht. Ja, passt. Okay, wartet mal, bis die da beim Sternegucken angelangt sind. Werden wir mal Salira in den Stall schicken. Das mal wieder auf. Dann kann Salira pieseln. Hier, wie geht's dir? Du galoppierst schön rum, das freut mich. Du kannst auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter damit spielen. So, vielleicht möchtest du mal hier dich mit deinem Kind beschäftigen. Vielleicht kannst du es ja dann mal ein bisschen pflegen. Und dann kann Salira nämlich danach den Pferdeball dann nutzen. Das wäre ganz gut. Ja, ich möchte auch nicht noch mehr Pferdebälle. Ich finde, das reicht auch schon pro Weide, die wir hier haben, einen Pferdeball zu haben. So, Flame. Flame kann dann ja ein bisschen grasen, ein bisschen trinken, was weiß ich. Warten, bis Salira halt fertig ist. Kommt sie nicht vorbei? Ich glaube, ich habe das Gefühl, Layla kommt nicht. Was ein bisschen enttäuschend ist. Aber, na gut, dann gehst du heute mal nach Hause. Weil, nicht so freundlich. Aber Layla ist halt auch nicht nach Hause gegangen, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du den Weg nicht gefunden. Vielleicht war vor dem Imbiss halt auch nicht die beste Beschreibung, weil es gibt mehrere in dem Ort. Hallo? Minna? Ah, jetzt quatschen sie miteinander. Können wir dann direkt vielleicht sogar schon sagen, hey, lass uns ins Restaurant gehen? Mit, nee, nicht wirklich. Müssen wir besser mit ihr befreundet sein, damit das geht? Gucken mal. Wir begrüßen ja noch. Weiß ich nicht, ob sie mitkommen würde. Ja, okay, dann gehen wir nur mit Svenja und Uwe essen, weil ich habe jetzt keine Lust, auch noch mich mit Minna anzufreunden, weil wir haben schon ziemlich viel Hunger. Gut, dann warte mal, schauen wir erstmal nach Hause, sagen Moritz, was er machen kann. Er kann mal nach oben gehen, kann das Futter von Cookie auffüllen, dann nochmal beobachten und Hausaufgaben machen. Das wäre sehr schön, wenn du mal deine Hausaufgaben machst. So, du schreibst und wir schauen mal, wie es bei Amelie und Travis läuft. Na, Romanze unter den Sternen. Vielleicht ist das der Moment, wo der Funke zwischen den beiden übergesprungen ist. Und kannst ja ein Kompliment über sein Aussehen machen. Kennen wir denn eigentlich schon so Charaktermerkmale von ihm? Außer dass er familienbewusst ist, noch keine. Aber ich finde, das passt super gut zu dem, was ich vorhabe, dass er familienbewusst ist. Und ja, passt auf jeden Fall ganz gut. Tut mir leid, ich bin aufgehalten worden. Ach, echt. Ach, echt, Leila. Wer hätte es gedacht? Vielleicht können wir mal ein bisschen Händchen halten. Einen koketten Witz machen. Und dann, weil das ja so gut klappt bei Amelie. Einfach mal einen überschwänglichen Kuss. Ich meine, die sind schon so gut befreundet. Natürlich wird das klappen. Vielleicht ist Travis ja auch schon so ein bisschen in sie verknallt. Aber denkt sie so, ja, sie hat ja eigentlich einen Freund. Aber kann man ja auch nicht ändern, wo die Liebe hinfällt und so. So, Leon. Du kannst dann irgendwann mal, wenn dir so danach ist, Fernsehen gucken. Das ist ja sowieso sein Lieblingshobby, neben dem Schreiben. So als Ausgleich vom Schreiben quasi. Hier. Du hast noch nicht gepieselt. Oh mein Gott, ich bin voll stolz auf Flame. Ich habe jetzt gedacht, so, ich war schon so lange nicht hier. Habe bestimmt schon gepieselt. Aber hat er tatsächlich noch nicht getan. Ich bin begeistert. Dann kannst du noch mal ein bisschen weiter rumgaloppieren. Und du, was macht Salira? Du vielleicht mal ein bisschen trinken. Okay, ihr geht schön essen. Und Amelie ist ja immer noch hier.
Ja, natürlich funktioniert das. Ah. So, dann können wir ihn vielleicht nochmal umarmen. Ja, es gelten mir als Rotzlöffel. Vor allem, weil das ja auch jeder sofort weiß, wenn Amelie jemand anders knutscht, das ist direkt öffentlich für die ganze Stadt. Das haben nämlich alle ihre Augen und Ohren überall. Und jeder weiß sofort, also jeder weiß auch, dass Amelie einen Partner hat und jeder weiß auch sofort, dass jemand anders knutscht. Und deswegen gilt sie in der ganzen Stadt sofort als Rotzlöffel. Das ist total bescheuert. Aber gut. Sie übernachtet ja jetzt auch hier. Bei ihren beiden guten Freunden Travis und Maximus. Wir hatten ja eigentlich ursprünglich geplant, dass sie noch was mit Maximus hat, der halt deutlich älter ist und da Julian was dagegen hat, aber das haben wir nicht mehr ganz hinbekommen. So. Okay. Dann können wir vielleicht dann auch noch mal irgendwie Hausaufgaben machen. Vielleicht sogar Hausaufgaben zusammen mit Travis machen. Das ist doch auch sehr romantisch. Und was hast du bei 4B? Ist auf jeden Fall sehr, sehr romantisch, muss ich sagen. So, du schreibst ja noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was kann Moritz eigentlich machen, wenn er Spaß braucht? Athletisch, geschicklich, okay. Hast du irgendwelche Hobbys? Ich weiß nicht. Moritz und Hobbys. Angeln. Aber leider ist der Teich ein bisschen weiter weg. Das ist natürlich ein Problem dann. Können wir eigentlich das Dingens da draufstellen? Können wir es hier irgendwo hinstellen? Weil, wenn wir die komische Krone schon haben. Na gut, stellen wir sie dahin. Erstmal. Und ich habe bisher noch keine wirklich tollen Fische gefangen, die wir hier reinpacken können, weil wir haben bisher halt nur den leuchtenden Salamander. Ich hätte gerne irgendwelche coolen Fische, die wir, wenn dann, da reinpacken. Deswegen ist der leuchtende Salamander bisher allein. Wo ist er denn eigentlich? Da, na. Ist ja knuffig. Ja, und Amelie wird das mit Freddy natürlich beenden, sobald sie bemerkt hat, dass sie sich in Travis verliebt hat. Also, ne? Ist sie da natürlich auch so ehrlich, aber sie kann ja nicht bei beiden Typen gleichzeitig sein. Deswegen werden wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge Freddy sagen, dass das doch nicht so ganz wird und dass er aber ganz toll ist und das nicht an ihm liegt, sondern an ihr. Also, was halt irgendwie auch stimmt. Also, dass sie halt sich in anderen verknallt hat. Das ist ja absolut legitim, meiner Meinung nach. So, Ian ist halt immer noch nicht. Ist Ian vielleicht jetzt zu Hause? Ist er jetzt noch. Ja, jetzt sind die anderen alle zu Hause. Dann gehen wir doch nochmal zurück mit Svenja und quatschen dann nochmal mit Ian. Obwohl, nee, warte mal, du wolltest ja tanzen gehen. Musst du auch in die Schinderei? Ja. Lass uns doch mal mit Svenja in die Schinderei gehen. Ja, ein Tanzabend mit unserer. Ja. Verwandtschaftsverhältnis. Also, Yin ist ja unser Cousin. Das heißt, sie ist halt die Frau unseres Cousins. Oder so. Ja, mit Familie. Wir gehen mit Familie ein bisschen tanzen. Ich glaube, das wird ganz lustig. Dann kannst du noch mal ein bisschen Fernsehen schauen. Was machst du denn so gerne in deiner Freizeit, Moritz? Ich habe keine Ahnung. Angeln, immer noch. Bin immer noch für Angeln. Und im Winter geht Schwimmen auch nicht so gut. Ich würde ihn sonst schwimmen schicken oder sowas, aber geht alles nicht so gut. Oder schau halt mit Leon unten fern. Oder nein, warte mal, du könntest ein Videospiel spielen. Das ist doch meine Idee. Du kannst Rennspiel spielen, wenn du fertig bist. Bist du schon fertig? Jetzt schon? Oh. Naja, so ist das. Dann wird Leon nicht so viel von seinem schönen Fernsehabend haben. Die ganze Stadt scheint ins Lokal die Schinderei gekommen zu sein. Das verspricht ein toller Abend zu werden. Wenn das tatsächlich so ist, dann freue ich mich da natürlich drüber. Irgendwie klingt das unwahrscheinlich, dass wirklich die ganze Stadt hierher gekommen ist. Das ist ja immer nur so ein Spruch. Oh, es sind tatsächlich richtig viele Leute hier. Das ist ja cool, das freut mich. Das ist wirklich cool. Geh doch mal dahin. Und dann gucken wir mal, ob wir mit Svenja ein bisschen tanzen können. Hier sind echt viele Leute. Ich sag doch, ich liebe die Schinderei. Es liegt natürlich aber auch daran, dass
Können wir hier ein bisschen. Warte, wir sollten sie erst herbeirufen. Moment, nicht begrüßen, herbeirufen. Vor allem haben wir doch schon mit ihr gequatscht, dann brauchen wir sie auch nicht begrüßen. Abby ist wieder hier. Roma, Liliana, Elaine, Scott, Gwen. Wer ist da hinten? Tom und Amy. Betty. Ah, Betty ist hier. Hey, Betty. Oh, und Julian ist auch hier. Ich hab das Gefühl, die tauchen ständig auf. Hast du eigentlich irgendein schickes Party-Outfit? Outfit. Wie sieht denn deine Abendkleidung aus? Oh, nicht so besonders. Okay, dann gebe ich dir dein normales Outfit. Das ist auch gut genug fürs Tanzen. So, dann tanzt doch mal zusammen, ihr beiden. Ich hoffe mal, dass das diesmal schneller funktioniert als letztes Mal. Aber schön, dass auch Julian hier ist. Hey, Julian! Oh, den sehe ich so gerne überall. Der tanzt natürlich hier auch gern mit, ne? Oder? Dass er aber nicht mit Betty tanzt. Nee, er tanzt lieber alleine. Geht Betty schon? Ich glaube, Betty ist schon gegangen. Schade. Naja. Ist auch okay. Ah, wie die mal ewig brauchen, bis sie doch irgendwie doch mal anfangen zu tanzen hier. Leute! Tanzen! Sehr gut. 3 Stunden haben wir noch. Das Lokal hat bis 4 Uhr auf. Passt. Also, ne, 3 Stunden sollen wir. Mal gucken. Na, ich finde das so klasse. Ah! Ja, ich mag das, wie Sims tanzen. Also, das haben sie wirklich cool animiert. Wie Sims tanzen in Sims 3. Und das ist halt auch. Oh, das fühlt sich halt einfach auch so viel cooler und lebendiger an als in Sims 4, wenn wir mal ehrlich sind. Weil sie halt gemeinsam tanzen. Guck mal, das ist halt so ein richtiges Zusammentanzen. Nicht einfach nur so nebeneinander, sondern zusammen. Und das sieht cool aus. Sie gucke ich mir das einfach gerne an. Ich glaube, Sophia hat bestimmt, nicht Sophia, Amelie hat gerade bestimmt eh nichts zu tun. Ich sollte wieder zu ihr zurückwechseln, aber ich will die tanzen sehen. Okay, dann schauen wir nochmal zu Amelie. Ja, dachte ich mir schon, dass sie nichts mehr zu tun hat. Dass sie bestimmt schon mit den Hausaufgaben fertig ist. Gibt es denn hier Essen, meine Gute? Ansonsten musst du dir was nehmen. Nee, es scheint dir nichts zu essen zu geben. Dann hol dir mal ein bisschen Salat und danach kannst du schlafen gehen. Wo auch immer du schlafen gehen möchtest, geh einfach mal da schlafen. Ich hoffe, dass. Oh, ne, warte, warte, warte. Gerade das Essen gesehen. Oh, Hot Dogs, warte mal. Nee, du bist nicht Vegetarierin. Dann kannst du den Teller nehmen. Und danach kannst du schlafen gehen. Ich hoffe, dann ist das Bett noch frei, wenn du schlafen gehen willst. Okay. Dann haben wir sogar die Hausaufgaben gemacht. Du hast deine Hausaufgaben ja auch gemacht. Dann können wir vielleicht mit Lea noch ein bisschen quatschen. Und dann gehst du auch mal ins Bett, Moritz. Sehr schön. Und vielleicht magst du dann noch mal, dann können wir vielleicht ins Badezimmer gehen, mal duschen und dann geht's ab ins Bett. Nacho, was machst du denn hier? Nein, nicht auf dem Bett schlafen. Ach Gott, das ist schon irgendwie süß, ne? Aber spätestens wenn Sophia nach Hause kommt, kannst du da nicht mehr schlafen. Deswegen geh da mal lieber wieder. Ich meine, jetzt wäre es eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Eigentlich hätten wir ihn da noch ein bisschen schlafen lassen können. Vor allem, weil, na, die beiden schlafen ja auch schon hier. Oh. Na, und ihr möchtet euch anschmiegen. Das ist ja knuffig hier. Da guckt man mal ein bisschen nicht hin und schon hier funktioniert alles ganz gut. Oder es sieht doch eigentlich sieht das ganz okay aus. Die werden ziemlich schnell wieder wach sein, aber was soll's? Was machst du? Oh Gott. Und dann guckt man zu Toffi. Ah. Hey, gut, Toffi wieder. Hat sein Leben auf jeden Fall im Griff. So, dann gehst du hier schlafen. Ja. Gut, dann können wir wieder zurück zu Sophia gehen. Alle anderen haben ihre Aufgaben verteilt bekommen. Ich kann guten Gewissens wieder hier zurückgehen und den beiden beim Tanzen zu gucken. So, das ist meine Lieblingsaufgabe. Julian hat einen Tanzpartner gefunden. Sehr schön. Da kommt wieder der ganze Nebel.
Ah. Weiß nicht, ob ich die Einzige bin, der das Tanzen gefällt. Okay, die beiden tanzen irgendwie doch nicht. Sie gucken sich nur intensiv in die Augen. Oder auch nicht. Jemand guckt weg. Interessant. Vielleicht wollte sie auch nur ein Autogramm von ihm. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt weiß sie irgendwie nichts, was sie sagen soll. Ah, die quatschen tatsächlich nur. Vielleicht war sie irgendwie jemand, die ein Autogramm wollte. Und dann danach denken sie so, oh mein Gott, ich stehe vor meinem Idol. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht war das so ein Moment. Oh, mein Schnee hat auch ein geiles Outfit, oder? Es hat schon was. So helle Hosen und so grauer Kapuzenpullover. Also, weiß ich nicht. Das sagt auf jeden Fall etwas aus. Ach ja. Warte mal, seit wann können Sims singen? Sie hat gerade gesungen. Das habt ihr auch mitbekommen, oder? Das irritiert mich. Da bin ich irritiert. Warum singt sie plötzlich? So, wie viele Stunden haben wir denn noch? Oder wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, wir sind schon fast fertig. Sehr gut. Du machst noch den Teller sauber, so wie sich das gehört. Das machst du super, Amelie. Natürlich verwechsel ich Sophia und Amelies Namen immer. Genau. Du machst das. Du schläfst. Ja, ihr solltet auf jeden Fall auch gleich schlafen. So, Amelie gilt als Betrügerin. Sie wurde beim Betrügen erwischt. Warum? Kam Freddy vorbei? Oder was heißt hier beim Betrügen erwischt? Oder hat Maximus alles rumerzählt? Wow. Hat Maximus jetzt ernsthaft alles rumerzählt? Und den Leuten so gesagt, so, ey, Leute, hört mal. Ihr wisst doch, Amelie ist mit Freddy zusammen. Die so, ja. Und die sind total süß zusammen. Und dann meinte er so, ey, die kam heute bei mir vorbei. Also, die kam heute bei uns zu Hause vorbei. Und hat mit meinem Bruder geknutscht. Und dann meinte alle so, was? Oh mein Gott, die Betrügerin. Das ist ja unfassbar. So, sind wir ja fertig. Ah, jetzt. Sehr gut. Haben wir uns eigentlich auch mit ihr angefreundet in der Zeit? So ein bisschen? Also sind wir jetzt... Ja, doch. Wir haben uns tatsächlich mit ihr angefreundet. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Können wir sie irgendwie umarmen? Oh, haben wir ein neues Star-Level bekommen davon? Cool. Du gehst mal nach Hause. Ja, wir sind jetzt ein B-Promi. Nicht schlecht, ey. Wie viel ist das? 3 Sterne, ja? Ja, wir sind jetzt ein B-Promi geworden. Herzlichen Glückwunsch, Sophia, weil du so gut getanzt hast. Ha. Gut, sie schläft jetzt. Das ist halt auch cool, dass Maximus einfach so alles rumerzählt. Das ist halt, also sowas macht man halt auch einfach nicht. Das gehört sich nicht. Das gehört sich wirklich nicht. So, du kannst danach mal dein Nickerchen machen. Und du kannst einmal mit dem Pferdeball spielen. Und dann auch ein Nickerchen machen. Sie macht einfach hier, genau da, wo sie sitzt, ein Nickerchen. Sehr gut. Und du kommst nach Hause. Ich weiß nicht, ob Svenja jetzt mitkommt. Das passiert ja manchmal, wenn man irgendwie zu zweit irgendwo unterwegs war. Und dann geht ein Sim nach Hause. Kommt der andere aus irgendeinem Grund mit, obwohl die ja gar nicht in der Gruppe sind. Wer ist das? Wer bist du? Adelger Estrada, ein Barmixer. Was machst du? Was machst du vor unserem Haus? Ja, das ist typisches Barmixer-Outfit. Ich meine, wenn ich in den Club gehe, sehe ich auch nur Leute mit so einem pink-türkisen, ärmellosen Top und Stern im Gesicht an der Bar. Das ist halt Standard so bei Barmixern. Kenne ich gar nicht anders. Und die erwarten mich auch immer schon zu Hause, wenn ich nach Hause gehe. Ich habe keine Ahnung, warum der hier ist. Tschüss. Vor allem muss er zu Fuß laufen, der arme Junge. Der hat ja nicht mal ein Auto. Der kann sich wahrscheinlich nicht mal ein Taxi leisten, so wie das aussieht. Und dann noch in dem Aufzug. Guck mal, warum macht denn Leon jetzt schon wieder auf? Ist doch alles gut, Junge. Ist noch nicht mal. Die Hunde schlafen ja auch. Es hat ihn niemand aufgeweckt. Aber der wacht einfach wieder auf. Du bist halt auch auf der falschen Seite des Bettes. Vielleicht liegt es daran. Nee, okay. Die legt sich jetzt trotzdem dahin. Wie lange brauchst du denn noch? Hast du jetzt Svenja mitgenommen oder was ist dein Problem? Wartet sie jetzt, bis Svenja mitkommt? So ist das nicht geplant. Geh doch bitte einfach nach Hause, Sophia.
Warte. Du hast ein Auto, nimm es, fahr nach Hause. Abby geht nach Hause. Und du musst halt auch Svenja nicht mitnehmen. Svenja muss nicht mit ins Bett gehen. Sehr gut. Macht sie jetzt alleine. Wahrscheinlich hat sie auf Svenja gewartet. Die aber eigentlich gar nicht in der Gruppe sind. Das ist irgendwie so ein. Einer der vielen Bugs in Sims 3. Das ist mir halt aufgefallen. Wir hätten auch noch einen Drink genießen können. Ja, haben wir jetzt vergessen. Wir haben dafür die ganze Nacht getanzt. Okay. Er schläft schon mal wieder. Das ist doch schon mal schön. Aber dann werde ich nur noch Sophia nach Hause schicken. Die wird ja bestimmt auch gleich soweit sein, dass sie zu Hause angekommen ist. Ich sag's doch, die wachen jetzt dafür wieder früh auf, ne? Dann kann Aurora direkt aufstehen. Flame, ja, du solltest auf jeden Fall auch mal schlafen. Flame ist einfach nur todmüde. Gute Nacht, Flame. Wir sehen uns nächste Folge. Und ja, wir hoffentlich auch, ne? Natürlich. Nächste Folge geht's hier weiter. Und dann werden wir Freddy erzählen, was er eigentlich eh schon weiß, weil der bei Maximus alles rum erzählt hat. Aber hey, er wird es nochmal aus unserem Mund hören. Ich hoffe, das wird ihn irgendwie beruhigen. Aber ja, so geht's das nächste Mal also weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.